Hey, meine Freunde, jetzt haben wir Ostern und zu Ostern feiern wir, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und ins Grab gelegt wurde und danach wieder auferstanden ist in den Himmel. Und das ist eigentlich eines der größten, beziehungsweise der Hauptgrund des Christentums, dieses Osterfest. Das Wichtigste eigentlich schon für uns, weil zu Ostern, zu dieser Kreuzigung hat Jesus wirklich sein Leben hingegeben. Er hat sein Leben in die Hände der Menschen gegeben und wurde aufs Brutalste gepeinigt, ausgepeitscht, verachtet, verleumdet, um zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Ich habe gestern Abend den Film Die Passion Christi angeschaut und fand das sehr gut, auch mal wirklich zu sehen, was Jesus auf sich genommen hat. Dass man sich das bildlich vorstellen kann, was diese Peitschenhiebe waren, was diese Verleumdung war, was der dieses Anspucken und dieses Missachten war von einem Menschen. All das hat Jesus erlitten und das Kreuz getragen, einen langen Weg von dem Platz, nachdem er mit viel zu vielen Peitschenhieben ausgepeitscht wurde, nachdem das Kreuz tragen musste, bis an den Platz, an dem er dann vor Ort gekreuzigt wurde. Was das für ein Schmerz war, was das für Qualen waren, was das für ein Leiden war, was Jesus aus sich genommen hat. Unvorstellbar. Also, kaum vorzustellen, was Jesus gewollt auf sich genommen hat für uns, für mich und für dich. Jesus hat von vorne bis zum Ende hin gesagt, er macht es für uns. Viele glauben nicht an die Kreuzigung oder dass es nicht Jesus gewesen wäre, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es Jesus war, weil das ist das, was meinen ganzen Glauben ausmacht. Und man sieht das auch durch und durch. Jesu Einstellung zu dieser Kreuzigung hat sich nicht geändert. Er hat schon vorher seinen Jüngern mitgeteilt, dass das Ende jetzt ist von seinem Weg auf dieser Welt, dass jetzt das dran ist für ihn, wozu er gesandt wurde auf die Welt, an dieses Kreuz geschlagen zu werden. Aber er hat auch gesagt, am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und diese Auferstehung erfahren wir, erfahre ich heute und erfahren viele Menschen weltweit, was es bedeutet, seine Auferstehung, dass er auferstanden ist. Und dass er lebt, dass er nicht mehr tot ist, nicht mehr im Grab liegt, sondern dass er auferstanden ist, aus dem Grab raus ist und den Menschen begegnet ist und begegnet heute noch Menschen in vielen verschiedenen Arten und Weisen, ob in Träumen, Visionen, ob im Geist oder sonst wie er es macht. Und das ist die lebendige Zuversicht auf Christus. Er lebt, er ist auferstanden. Und wir dürfen uns seine Kinder nennen. Denn durch diese Auferstehung sind wir, durch den Glauben und die Taufe, das hat es sein Wort, mit ihm auferstanden. Und sind mit ihm hinaufgefahren worden zum Himmel, zur Rechten Gottes, weil wir in ihm sind. Durch ihn sind wir ins Kreuz geschlagen worden, mit ihm ins Grab gelegt worden, mit ihm auferstanden, durch den Glauben an ihn. Das hat er erkauft, das hat er gemacht. Und dieses Zeugnis ist kräftig und verdammt stark, auch für mich in meinem Leben. Steht über dem Leben, weil nichts in diesem Leben kann mich halten oder kann mir so viel geben, wie Christus mir geben kann. Er ist die Quelle meines Lebens und das, was er damals getan hat, ist der Beweis dafür, dass er das Leben ist. Und das möchte ich euch mitgeben, dass Jesus sein Leben hingegeben hat für dich, aus Liebe, weil er sich dir hingeben möchte, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte, Gemeinschaft mit mir haben möchte.
Und dafür hat er dieses Leid auf sich genommen, zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Jesus selber hat gesagt, die größte Liebe eines Freundes ist die, wenn er sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus getan. Er hat sein Leben hingegeben, zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und diese Liebe erfahren wir bis heute, 2000 Jahre nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, weil er weiterlebt und uns diese Liebe auch heute noch weiterhin schenkt. Ich hoffe, wir können die Liebe für euch erfahren und annehmen. Ich möchte euch herausfordern, den Weg zu gehen, diese Liebe zu suchen, denn ihr werdet diese Liebe finden, wenn ihr sie ernsthaft suchen werdet. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen für euren Weg und für die Suche, die ihr begebt, um Christus zu finden, das Leben und den Schatz der Wahrheit und der unglaublichen Freude und des unglaublich tiefen Friedens.